So, hi Leute, herzlich willkommen. Und zwar geht es heute um Folgendes. Wir haben Verdacht auf Motorschaden. Und zwar bei einem Smart 450, Baujahr 2002, 2003. 54 PS Maschine ist das hier. Und zwar hat der extremen Leistungsverlust, raucht auch aus dem Auspuff und die Motorkontrollleuchte leuchtet. Also das ist jetzt so das Schöne, dass eine Leuchte leuchtet. Das heißt, wir können den Fehlerspeicher einmal auslesen. Das machen wir jetzt hier einmal. Und schauen uns mal an, was der hier so ausspuckt. Wie gesagt, raucht weiß aus dem Auspuff raus. Wäre die Vermutung eventuell ein Turboladerschaden. Bin mir aber noch nicht so ganz so sicher. Wie gesagt, ich lese jetzt erstmal den Fehlerspeicher aus und dann gucken wir mal, was er uns hier ausspuckt. So, der liest jetzt einmal die Fahrgestellnummer aus. Jetzt muss ich aber schauen, irgendwie kriegt er jetzt keine Verbindung. Einen Augenblick kurz. Zündung anmachen, würde ich mal sagen. Also das war jetzt der Fehler. So, der arbeitet. Der liest jetzt einmal die Systeme hier aus. Quicktest. Das heißt, der liest jetzt einmal jetzt schnell alle Geräte hier aus, also Steuergeräte, und guckt, ob da irgendwie ein Fehler drin ist. So, jetzt zeige ich mir hier jetzt schon an, wir haben einen Fehler im Motorsteuergerät gespeichert. Und hier ist noch ein Fehler in der Zentralelektronik. Gucken wir jetzt erstmal ins Motorsteuergerät, das ist ja viel interessanter. Da zeige ich mir jetzt hier an, dass wir Zündunterbrechung am dritten Zylinder haben. Also genau, Zündunterbrechung Zylinder 3 und dann auch noch abgasrelevante Zündfehler auch an Zylinder 3. Gucken wir das jetzt einmal näher an. Okay, als Beschreibung für den Fehler sagt er uns, dass es möglicherweise der Kraftstoffbehälter leer ist und dadurch die Spritversorgung ja nicht gewährleistet wird und daher Zündausfälle entstehen können, auf hubbeligen Straßen so gesehen. So gut, das erklärt aber nicht, warum der jetzt hinten raus raucht. Ich würde das jetzt mal so machen, ich gehe jetzt nochmal raus hier. Guck mir jetzt erstmal den Kraftstoffstand an. Also es ist tatsächlich so, dass der Kraftstoffstand auf Reserve ist. Könnte man ja erstmal tanken. Ich würde aber sagen, ich lösche die jetzt erstmal, fahre nochmal eine Runde und guck mal, ob der Fehler nochmal auftritt. Und dann schauen wir einfach mal weiter. So, die Fehlercodes sind gelöscht, der zeigt jetzt auch nicht mehr an. Wir fahren eine Runde. So, bin eine Runde gefahren. Also ich bin eine Runde gefahren. Der Fehler ist jetzt nicht mehr aufgetreten. Keine Ahnung wieso. Ich lese jetzt trotzdem nochmal den Fehlerspeicher ab, um zu gucken, ob er vielleicht doch noch irgendwas drin hat. Ja, keine Fehlercodes. Also komisch. Ich habe jetzt auch draußen nochmal geguckt, habe den jetzt nochmal laufen lassen, mal richtig Gas gemacht und sowas. Also der raucht auch nicht. Wieso auch immer. Also jetzt vorhin hat er geraucht, wo ich ihn hier stehen lassen habe, habe ihn laufen lassen, habe da ein bisschen Gas gegeben, da hat er einmal weiß rausgeraucht. Und jetzt macht das nicht mehr. Was soll ich dazu sagen? Ja, geht nicht. Keine Ahnung, ich muss nochmal fahren. Also irgendwie muss ich das reproduzieren. Alles andere ist ein bisschen doof. Weil wenn das jetzt nicht wiederkommt mit dem leeren Tank, dann, ja, keine Ahnung, tanken, weiterfahren und beobachten, würde ich sagen, im Normalfall. Wir haben ja festgestellt, Leistung hat der eigentlich, wenn man von Leistung sprechen kann bei so einem Smart. Man merkt halt tatsächlich, wenn man richtig aufs Gas drückt, dass der Turbo auch einsetzt. Also man kriegt so einen leichten Schub und das wird er nicht machen, wenn der Turbo halt keinen Druck mehr macht. Wir drehen noch eine Runde. Ja, Leute, ich bin jetzt gefahren, das Auto läuft und der Fehler konnte nicht mehr reproduziert werden. Also jetzt auch mehrere Kilometer gefahren auch. Und was gibt es dazu zu sagen? Und zwar Folgendes. Der Diagnosetester hat mir herausgehauen, Fehlzündung an Zylinder 3. Insgesamt waren es ja 4 Fehlercodes gewesen, davon unter anderem ein Fehler im Abgassystem und Fehler in der Einspritzung. Beide auf Zylinder 3. Er raucht nicht, er fährt vernünftig, hat volle Leistung. Also habe ich einfach mal jetzt noch mal ein paar Liter reingetankt. Und wie gesagt, der Fehler ist jetzt einfach nicht mehr aufgetreten. Also muss ich ja jetzt davon ausgehen, dass, weil bei dem Diagnosegerät in der Fehlerbeschreibung dazu stand, möglicherweise liegt es daran, dass der Kraftstoffstand zu niedrig ist. Ist der Kraftstoffstand zu niedrig, kann es vorkommen, wie da beschrieben, bei Bodenwellen, bei Unebenheiten auf der Straße, dass es zu einer Nichtförderung des Kraftstoffs durch die Kraftstoffpumpe kommt. Und dadurch pumpt die dann halt eine gewisse Zeit Luft
in die Zylinder, was natürlich jetzt erstmal so nicht so schadhaft ist. Bei Volllast wäre das echt ein Riesenproblem, wenn da ein paar Sekunden die Kraftstoffzufuhr einbricht, wird der Zylinder zu heiß und die Ventile schmelzen uns unter Umständen weg. Das ist häufig zu sehen bei hochgezüchteten Motoren, wenn da die Kraftstoffpumpe nicht mehr die volle Leistung bringt, ja, und dadurch dann halt die Ventile verbrennt, weil zu wenig Kraftstoff am Zylinder halt ankommt. Und jetzt muss ich ja davon ausgehen, dass es tatsächlich der Fall war. Den Fehler konnte ich jetzt über mehrere Kilometer einfach nicht mehr reproduzieren. Das Video wollte ich eigentlich jetzt auch löschen. Ich wollte das gar nicht veröffentlichen, weil mir das jetzt irgendwie zu doof war. Aber ich dachte mir, nee, komm, machen wir jetzt trotzdem. Und ja, um euch einfach mal zu informieren, wie denn jetzt wirklich so ein Fehler, ein Benutzerfehler im Endeffekt, ja, so einen theoretischen Schaden anrichten könnte. Wie gesagt, das Fahrzeug hat volle Leistung, raucht nicht mehr und der Fehler ist einfach nicht mehr da. Denn wie gesagt, das Diagnoseprogramm hat gesagt, Fehlzündung auf Zylinder 3, Fehler im Abgassystem von Zylinder 3. Also der kann ja diesen Takt auslesen. Und ja, was gibt's da noch zu sagen? Das muss ja so gewesen sein, Luft reingepumpt über die Kraftstoffpumpe, diese an Zylinder 3 gelangt. In dem Fall, da der Motor ja schnell dreht, sind da sofort mehrere Takte auf Zylinder 3 nacheinander nicht mit Kraftstoff versorgt worden und dadurch hat er den Fehler dann rausgehauen. Ja, Ende vom Lied. Das Fahrzeug läuft, kein Problem, kein Motorschaden, so wie ich das, oder ein Turboschaden, wie ich es ursprünglich vermutet habe. Der hat ein bisschen geraucht, kann natürlich sein, dass das, weil der Wagen kalt war zu dem Zeitpunkt, dass er ein bisschen Kondenswasser hatte, den er jetzt verdampft hat. Habe ich einfach vielleicht fehlinterpretiert auch so. Wie gesagt, sehr interessant auf jeden Fall. Was gibt's noch zu sagen? Eigentlich muss ich mich jetzt verabschieden. Das mache ich jetzt auch. Also schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr mich jetzt noch nicht abonniert habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!